rufe auf den Tagesordnungspunkt 66, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Wilhelm Leuschner hat sich in außergewöhnlicher Weise für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Mit der geplanten Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an den ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch verletzt der hessische Ministerpräsident Ehre und Würde Wilhelm Leuschners. Anschließend dann die beiden Anträge 19.5429. Es beginnt der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr verehrte Damen und Herren, die beabsichtigte Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille am Hessischen Verfassungstag, dem 1. Dezember eines jeden Jahres, an den ehemaligen hessischen Ministerpräsident Roland Koch hat heftige öffentliche Proteste ausgelöst, Proteste, wie sie es bei keiner Preisverleihung, keiner Auszeichnung in diesem Maße gegeben hat. Das ist in der Tat ein einzigartiger Vorgang. Allein das sollte schon Grund sein, über diese Verleihung an Herrn Koch nachzudenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wilhelm Leuschner war ein engagierter Gewerkschafter und Sozialdemokrat, einer, der sich in außergewöhnlicher Weise für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit eingesetzt hat. Er war einer der Widerstandskämpfer gegen die Nazidiktatur, einer von vielen. Das waren christliche Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, das waren Kommunisten, das waren aber auch ganz normale Bürger, gegen die die Nazidiktatur aufgestanden sind. Und so wie Wilhelm Leuschner, der am 29. September 1944 hingerichtet wurde durch die Nazis, einer, der für uns, glaube ich, auch im Jahre 2017 noch Vorbild für unser politisches Wirken sein sollte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die diesjährige Verleihung an Herrn Koch entspricht diesem Geist genau nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gelegentlich zu lesen gehabt, man ehre damit auch die Lebensleistung eines Menschen. Das ist unbestritten, das kann man tun. Aber wer die Wilhelm-Leuschner-Medaille verleiht, bezieht sich auf das Lebenswerk von Wilhelm Leuschner. Und deswegen muss das Lebenswerk der zu ehrenden Person im Einklang mit dem Lebenswerk Wilhelm Leuschner stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau das ist nach unserer Auffassung bei Herrn Koch eben nicht der Fall. Herr Koch hat insbesondere im Landtagswahlkampf 1999 mit seiner zum Teil schwarz-gelb finanzierten ausländerfeindlichen Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft die Gesellschaft eben nicht zusammengeführt, sondern gespalten. Und hier im Saal. Es sitzen viele, die das erlebt haben. Wo kann ich gegen Ausländer unterschreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren? Dabei ist insbesondere auch die Verschleierung des Schwarzgeldes als angebliche jüdische Vermächtnisse ein bis heute nicht zu akzeptierender Tabubruch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben eine große Welle der öffentlichen Proteste erlebt. So verwundert es nicht, dass die grüne Oberbürgermeisterkandidatin in Frankfurt die Würdigung von Herrn Kochs mit den Worten, so wird es zitiert, wörtlich kommentiert hat, dies sei an Zynismus kaum zu überbieten. Er werde dem Wirken und Andenken Wilhelm Leuschners in keiner Weise gerecht. Er stehe in seiner Zeit als Ministerpräsident für Skandale und Spaltung. Meine Damen und Herren, das hat die Mitgliederversammlung der GRÜNEN am vergangenen Samstag augenscheinlich und nach Medienberichten mit einer überwältigenden Mehrheit beschlossen, darunter wohl auch einige Landtagsabgeordnete. Sie haben recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben recht. Und deswegen ist der Antrag der Koalition schon abenteuerlich. Wir reden nicht darüber, weil es der Ministerpräsident entscheidet. Entweder sind Sie nicht sprachfähig oder nicht sprachwillig. Beides ist gleich schlimm bei einem solch markanten Vorgang. Beides gleich schlimm. Und Ihr Antrag zeigt, dass es mehr an der Zeit ist, die Kriterien für die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille auf eine neue Grundlage zu stellen.
Das alleinige Privileg des hessischen Ministerpräsidenten, Personen für die Auszeichnung vorzuschlagen, ist nicht mehr zeitgemäß. Das zeigt der Vorgang von diesem Jahr. Ähnlich wie bei der Verleihung des Friedenspreises, meine Damen und Herren, könnte man ein unabhängiges Kuratorium einsetzen, welches entsprechende Personalvorschläge macht. Ich glaube, beim Hessischen Friedenspreis funktioniert das in ausgezeichneter Art und Weise. Meine Damen und Herren, die Würdigung einer Person wie im Fall Koch kann man machen. Da werden Sie Gelegenheiten finden, und da sind Sie ja durchaus ideenreich mit Auszeichnungen, Schaffen neuer Orden und Ähnliches. Aber, meine Damen und Herren, das gilt nicht für die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille. Am Schluss. Im Wirken der Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille, da muss der Geist Wilhelm Leuschners dahinter stecken. Er steht stellvertretend für die, die im Widerstand ihr Leben lasten. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsident Bouffier, wir fordern Sie auf, nehmen Sie die geplante Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Herrn Koch zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss sagen, diese Aktuelle Stunde und der Antrag der SPD macht mich sehr betroffen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich will ausdrücklich sagen, ich bedauere sehr, dass Sie in diesen politisch sehr bewegten Zeiten, in denen die Menschen erwarten, dass wir auf die großen Fragen Antworten geben, hier im Hessischen Landtag aus gekränkter Eitelkeit und persönlicher Gekränktheit und den Debatten, die wir hier geführt haben, eine persönliche Diffamierung eines der erfolgreichsten Ministerpräsidenten unseres Landes betreiben. Sie wollen damit Roland Koch und oder Volker Bouffier schaden, aber nach meiner Überzeugung schaden Sie damit dieser hohen Auszeichnung und der höchsten Auszeichnung unseres Landes und damit dem Ansehen von Politik und Demokratie. Ich habe Roland Koch in seiner Zeit als Generalsekretär eng begleitet, das wissen Sie, und wir haben hier häufig über die Frage auch der Form der Auseinandersetzung gestritten. Ich will ausdrücklich sagen, dass es über diese Frage durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen gibt und, wie Sie wissen, auch unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen CDU und GRÜNEN. Wir haben aber in dieser Koalition gelernt, auch mit dieser Frage umzugehen und wechselseitig diese unterschiedlichen Auffassungen zu respektieren. Und worüber reden wir, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wir reden nicht wie die Vorsitzende des DGB Hessen darüber, dass wir eine solche Ehrung in Verbindung bringen mit tagespolitischen Entscheidungen wie der Frage, ob wir der Tarifgemeinschaft der Länder angehören. Wir reden, das hat Herr Kollege Rudolph ja gesagt, wir reden ja darüber, Herr Rudolph, das haben Sie selbst gesagt, dass diese Auszeichnung eine Lebensleistung würdigen soll, und in dem Fall eine Lebensleistung Roland Kochs, der 11 Jahre dieses Land verantwortlich und sehr erfolgreich regiert hat. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich brauche nur an einigen wenigen Punkten das festzumachen. Dieses Land ist in dieser Regierungszeit Roland Kochs unter seiner Verantwortung wirtschaftlich erfolgreich gewesen. Es hat vielen, vielen Menschen, Hunderttausenden Menschen mehr Arbeit gegeben. Wir haben eine erfolgreiche Bildungspolitik erlebt, übrigens auch mit den Neben- und Begleiterscheinungen, dass es uns gelungen ist, die Schulabbrecherquote, um einmal ein anderes Thema aufzurufen, wenn wir über Bildung reden, was Sie häufig auch diskutieren, auf den niedrigsten Stand in allen Ländern zu bringen. Wir haben seinerzeit schwierige Entscheidungen zu treffen gehabt. Ich erinnere an Opel, 15.000 Beschäftigte, übrigens teilweise von Roland Koch gegen den Wunsch und den Willen in den eigenen Reihen durchgesetzt, eine Landesbürgerschaft zu haben. Und wenn ich schon dabei bin, will ich mal daran erinnern, dass es Roland Koch war, dem die Meinungs- und Medienvielfalt in unserem Land so wichtig ist, dass wir eine Frankfurter Tageszeitung, Sie alle wissen, worum es geht, um die Frankfurter Rundschau gerettet hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, all diese Fragen zeigen, dass Roland Kochs Lebensleistung für dieses Land mehr ist als nur die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes. Auch in den schwierigen Fragen, ich nenne die Integrationspolitik, ja, darüber haben wir gestritten. Unter Roland Koch hat es den ersten Integrationsbeirat der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Interkulturelle Erziehung im Kindergarten, Integrationskompass, Sprach- und Integrationskurse für Erwachsene und ein heftig umstrittenes damals Thema, Sie erinnern sich, die Vorlaufkurse für die Erwerbung von deutschen Sprachkenntnissen, als Zwangsgermanisierung beschimpft, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute allgemein und von allen parteiübergreifend anerkannt. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
All diese Fragen zeigen, dass Roland Koch ein streitbarer Demokrat war, ein streitbarer Demokrat mit klaren und kantigen politischen Formulierungen und auch Politik, an der man sich reiben konnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und genau das, Herr Schäfer-Gümbel, haben Sie doch vor wenigen Tagen noch gefordert, nämlich dass wir eine Politik haben, die unterscheidbar ist, wo sich Parteien voneinander unterscheiden, damit die Wählerinnen und Wähler auch eine Chance haben, diesen Unterschied wahrzunehmen und in ihrem Wählervotum zum Ausdruck bringen wollen und können, wohin es denn gehen soll. Insofern glaube ich, war das, was Roland Koch gemacht hat, an vielen Stellen streitbar. Noch einmal ausdrücklich, und man kann auch über die Form und über die Auseinandersetzungen in Wahlkämpfen streiten. Da war ich mitverantwortlich häufig. Aber worüber man nicht streiten kann, ist, dass er, glaube ich, einen unschätzbaren Dienst an dieser Demokratie dadurch erwiesen hat, dass wir klare Positionen hatten und damit Politikverdrossenheit auch entgegengewirkt werden konnte. Und ich will zum Schluss kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn es um rustikale Sprache ging, erinnere ich einmal an jemanden, der ebenfalls ausgezeichnet worden ist, nämlich Holger Börner. Der wollte die GRÜNEN einmal mit der Dachlatte aus dem Hessischen Landtag treiben. Manche erinnern sich noch. Niemand wäre auf die Idee gekommen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, neben dem, dass auch Holger Börner jemand mit Ecken und Kanten war, ihm diese hohe Auszeichnung abzusprechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das alles kann man wollen, aber ich glaube, es ist ein viel zu schmaler Blick auf das Wirken von Politikern, auf das Wirken von politischen Persönlichkeiten, wie ich sie eben auch am Beispiel Holger Börners genannt habe. Und letzte Bemerkung, meine Damen und Herren. Roland Koch ist mehrfach wiedergewählt worden. 2003 mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden. Insofern ist Ihr heutiger Antrag, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, auch eine Missachtung des Wählervotums. Ich freue mich über diese Auszeichnung. Ich danke dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier für diese Auszeichnung und diesen Vorschlag. Es ist auch eine Auszeichnung für eine lebendige und streitbare Demokratie. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Worum geht es denn jetzt eigentlich in dieser Debatte? Geht es darum, dass die Auszeichnung, die höchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat, die Entscheidung, wer der Preisträger sein soll, vom Ministerpräsidenten getroffen wird, so wie es jetzt und seit vielen, vielen Jahren vorgesehen ist? Oder geht es darum, dass wir ein Kuratorium, so wie es die SPD einfordert, einsetzen? Ich glaube, man kann sicherlich über vieles diskutieren. Es hat auch Veränderungen seit dem Bestehen der Medaille ja gegeben, seit der Auszeichnung. Es wurde ein Erlass 2008 geändert, weil der ursprüngliche Sinn, vor allen Dingen die Freiheitskämpfer und Widerstandskämpfer auszuzeichnen, weil es natürlich über so viele Jahre auch gar nicht mehr so viele Menschen gab, die man hätte auszeichnen können, so hat es 2008 eben eine Änderung gegeben. Da kann man vernünftig darüber diskutieren, ohne dass man das politisch instrumentalisieren muss. Meine Damen und Herren, worum geht es? Geht es darum, wer der Preisträger ist, ob das amtierende Politiker sein sollen oder Politiker, die nicht mehr im Amt sind? Sollen das überhaupt Politiker sein? Geht es nur darum, dass man in irgendeiner Art und Weise auch einen Bezug zu Hessen hat? Kann man vieles darüber diskutieren. Aber ich habe den Eindruck, dass es hier vor allen Dingen um die Person Roland Koch geht als Preisträger. Ja, meine Damen und Herren, da muss man dann aber auch zur Fairness halber sagen, wenn ich an Roland Koch denke, dann denke ich auch zum Beispiel an die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Beamten in diesem Land. Das war mit Roland Koch machbar. Und meine Damen und Herren, wenn ich an Roland Koch denke, denke ich sofort daran, was er für die Kulturlandschaft in Frankfurt gemacht hat, wie er sich zuletzt in der letzten Biege sozusagen auch noch für die Erweiterung vom Städelmuseum eingesetzt hat. Meine Damen und Herren, ich erinnere daran die neue Verwaltungssteuerung. Da kann man sich sagen, kann man machen, kann man gut finden, kann man schlecht finden.
Aber dass moderne Kriterien hier eingezogen worden sind, das geht mit Roland Koch nach Hause. Roland Koch ist eine Person, an der man sich reiben kann. Aber wir haben z.B. auch den Ausbau des Frankfurter Flughafens, die Herzkammer der Wirtschaft in Hessen. Der Ausbau des Frankfurter Flughafens, das geht vor allen Dingen auf Roland Koch zurück und auch der Börsengang. Meine Damen und Herren, die Horst-Off-Strategie, die wirklich die Wirtschaftsdynamität Hessens wirklich dann auch teilweise auch in Stein meißelt, das geht auf Roland Koch zurück. Die Unterstützung der jüdischen Gemeinde mit Roland Koch war das ein Schwerpunkt dieser hessischen Landesregierung. Und nicht zuletzt, wenn es darum geht, Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, die Menschenrechte in Tibet. Kaum ein Politiker in Deutschland hat so viele Verdienste um die Belange in Tibet und des Dalai Lamas wie Roland Koch. Meine Damen und Herren, alle Ministerpräsidenten bis auf Hans Eichel haben diese Auszeichnung bekommen. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründe, warum auch Roland Koch diese Auszeichnung erhalten soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch ist ein Skandal und stößt völlig zu Recht auf derart breite öffentliche Kritik. In der Pressemitteilung der Staatskanzlei hieß es zur Begründung, die Auszeichnung gehe an Menschen, die sich beispielhaft und nachhaltig für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Roland Koch sei eine der herausragenden Persönlichkeiten, Zitat, die sich im Geiste Wilhelm Leuschners große Verdienste um Freiheit und Demokratie erworben haben. Er habe sich für das demokratische Zusammenleben engagiert und stehe für persönlichen Mut, politische Courage, Kampf für Demokratie und Freiheit, so Ministerpräsident Bouffier. Ich sage nein, nein und nochmals nein. Dafür steht Roland Koch gerade nicht, meine Damen und Herren. Roland Koch steht mitnichten für Courage, Verdienste im Geiste Leuschners und soziale Gerechtigkeit. Dass ausgerechnet er diesen Preis bekommt, ist eine Verhöhnung des Erbes Wilhelm Leuschner, meine Damen und Herren. Wilhelm Leuschner war Gewerkschafter, er war antifaschistischer Widerstandskämpfer. Roland Koch hingegen steht für schwarze Kassen, ausländerfeindliche Wahlkämpfe und Sozialabbau. Er ist die Gewerkschaften angegangen. Er hat massiven Personalabbau durchgesetzt, mit der Operation Düstere Zukunft den brutalstmöglichen Sozialabbau in der Landesgeschichte zu verantworten. Er hat die Arbeitszeit erhöht, er hat die Tarifgemeinschaft der Länder verlassen, ist ausgetreten. Und ich finde, der DGB und die Einzelgewerkschaften haben in ihren offenen Briefen an den Ministerpräsidenten ja zu Recht deutlich gemacht, was sie von dieser Auszeichnung halten, und rufen zu Protesten ansichtlich dieser Verleihung auf, meine Damen und Herren. Zur Erinnerung, Koch hat dem Verdi-Vorsitzenden Sürske in der Debatte um die Vermögenssteuer vorgeworfen, dies sei, Zitat, eine neue Form von Stern an der Brust und eine schlimme Parallele zu anderen Zeiten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte diese Äußerung eine unerträgliche Beleidigung aller Opfer des Naziregimes. Es dürfe nicht sein, dass Politiker, Zitat, zur Banalisierung und Relativierung der unmenschlichen Vorgänge im Dritten Reich beitragen. Die GRÜNEN haben damals Roland Koch zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Er würde die Millionen Opfer des Holocaust verhöhnen. Und ausgerechnet dieser Roland Koch soll jetzt die Auszeichnung bekommen, mit der Persönlichkeiten wie der Holocaust-Überlebende Marcel Reich-Ranitzky und die Widerstandskämpferin Trude Simonson geehrt werden. Meine Damen und Herren, das kann, das darf nicht sein. Koch
Koch machte Wahlkampf mit einer Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben Kampagne. Die jüdische Gemeinde warf ihm vor, dass sich sein Wahlkampf kaum von der NPD unterscheide. Koch deklarierte schwarze Kassen als jüdische Vermächtnisse. Und jetzt soll er mit einer Medaille ausgezeichnet werden, die das Andenken eines Widerstandskämpfers gegen die Nazis ehrt. Das kann wirklich nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das wirklich beschlossen haben, Herr Ministerpräsident. Hinzu kommt die Verschabelung öffentlichen Eigentums, wie das Uniklinikum Gießen-Marburg, zwangspensionierte Steuerfahnder, die Sternsinger-Lüge, die Schließung von Frauenhäusern, der Ausbau des Frankfurter Flughafens, unzählige Affären und Skandale. Koch, meine Damen und Herren, hat so viel Schaden angerichtet, man sollte ihn in den Regress nehmen und ihm nicht noch eine Medaille dafür verleihen. Für sein Wirken hat er vielleicht die Alfred-Träger-Medaille verdient, aber doch nicht die höchste Auszeichnung des Landes. Und, meine Damen und Herren, dass Herr Bouffier auf die Idee kommt, seinem Tankstellen-Connection-Kumpel diese höchste Auszeichnung des Landes zu verleihen, das ist ja schon schlimm. Aber dass die grüne Landtagsfraktion und der stellvertretende Ministerpräsident Al-Wazir dazu überhaupt keine klaren Worte finden, meine Damen und Herren, das finde ich erbärmlich. Roland Koch hat 2008 im Wahlkampf ein Plakat drucken lassen, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten shoppen. Und Tariq Al-Wazir hat ihm deshalb zu Beginn einer Fernsehdebatte öffentlich den Handschlag verweigert. Und jetzt kein kritisches Wort dazu. Liebe Grüne, wer sein Rückgrat so vergiebigt, der bekommt irgendwann einen Haltungsschaden. Ich erwarte, dass Sie deutliche Worte dazu finden. Deutliche Worte kamen von der langjährigen Frankfurter Integrationsdezernentin der Grünen, Eskandari Grünberg, die gesagt hat, Koch habe sein Amt als Regierungschef einst erlangt, indem er, Zitat, schamlos in rassistischer und menschenverachtender Weise gegen Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft gehetzt habe. Und wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, dann kommt noch Ihr Antrag dazu. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie hier beschließen wollen, dass es die alleinige Entscheidung des Ministerpräsidenten ist und der Landtag das nicht zu kommentieren hat. Wo sind wir denn hier? Wir sind immer noch im Parlament und keine Monarchie. Natürlich müssen wir. Frau Kollegin Wissler, wir sind im Landtag. Sie müssen zum Ende kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Die Entscheidung ist zu Recht auf breite Kritik gestoßen, auch gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund, die sich diffamiert und beleidigt wurden durch Roland Koch vermehrt. Deswegen fordern wir den Ministerpräsidenten auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Natürlich wird meine Fraktion nicht an der Feier teilnehmen. Wir unterstützen die Proteste der Gewerkschaften am 1. Dezember ab 10 Uhr vor dem Kurhaus. Denn diesen Protest, den hat sich Roland Koch wirklich verdient, im Gegensatz zur Wilhelm-Leuschner-Medaille. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Öztürk. 2,5 Minuten, bitte. Sehr verehrter Herr Präsident, ich möchte mich vorab erst einmal bei der SPD-Fraktion bedanken, dass sie diesen Antrag gestellt hat und heute dieses Thema auch in die Aktuelle Stunde gebracht hat, und auch für das Engagement der LINKEN, die bisher im Vorfeld ganz fleißig, sage ich jetzt einmal, die Presseerklärung gemacht und auch klar Haltung bezogen haben. Denn Roland Koch ist nicht die Person, die die Wilhelm-Leuchner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, verdient, meine Damen und Herren. Und das hat er sich selbst zuzuschreiben, weil er dieses Land gespalten hat in einer Zeit, in der es hätte zusammengehalten werden müssen. Roland Koch hat mit seiner Wahlkampagne Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen damals dieses Land sehr tief gespalten. Ich fand es auch richtig, dass damals der stellvertretende Ministerpräsident Al-Wazir ihm die Hand verweigert hat, um zu zeigen, mit mir nicht, mit uns nicht. Ich fand es auch schlimm, dass er 1999 mit seiner doppelten Staatsbürgerschaftskampagne quasi den Nährboden dafür in diesem Land geschaffen hat, wer hierher gehört und wer nicht hierher gehöre, wen man ausgrenzen und ausweisen darf und wen man dazugehörig erzählen könnte. Diese tiefe Wunde innerhalb der Migrantengesellschaft, speziell innerhalb der türkischen Community, ist in Deutschland und in Hessen immer noch sehr tief. Und im Namen dieser Menschen können und dürfen Sie nicht diese Medaille an Herrn Koch verleihen, meine Damen und Herren. Und, Herr Ministerpräsident, Sie sind hier in diesem
Landesparlament von uns gewählt worden, die damals diese Regierungsmehrheit haben tragen wollen. Und Mehrheit ist nicht Wahrheit in diesem Lande. Und es kann nicht sein, dass Sie eigenmächtig diese Entscheidung treffen und ein Parlament sich hier das Wort selbst verbietet und sagt, man solle es nicht kommentieren. Das verbitte ich mir. Wir werden es als Landtag kommentieren. Und wir werden die Stimmen derer, und wir werden die Stimmen derer Menschen, die nicht hier sitzen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die Hessen sein wollten und heute Hessen sind, die damals Roland Koch ihnen aber untersagt hat, Hessen sein zu dürfen, die die doppelte Staatsbürgerschaftskampagne auf die polemischste Art und Weise, auf die niedrigste Art und Weise instrumentalisiert hat, um diese Menschen auszugrenzen. Im Namen dieser Menschen reden wir heute hier, rede ich auch heute hier. Das maße ich mir dann auch an, wenn Sie meinen, sich den restlichen Hessen-Willen anmaßen zu dürfen. Diese Menschen wollen ganz definitiv nicht, dass Roland Koch gewählt wird. Und ich bitte die grüne Fraktion um Haltung, dass sie diesen Antrag nicht beschließt, sondern am 1. Dezember vor dem Kurhaus mitdemonstriert, Fahne zeigt, so wie man damals auch hier in diesem Landtag Fahne gegenüber Roland Kochs Diskriminierung gezeigt hat. Das ist das, was den Grünen zusteht. Und heute sind sie zwar in der Regierungsmehrheit, morgen vielleicht nicht mehr. Man muss auch an die Zukunft denken und nicht nur an das Jetzt. Von daher zeigt bitte Haltung, und Sie ziehen Sie diese Medaille zurück. Denn damals hat der Roland Koch auch gar kein Problem gehabt, einen angesehenen Menschen wie Navid Kermani den Kulturpreis zu untersagen. Und wir haben alle gemeinsam hier das kommentiert, dagegen protestiert und dafür gesorgt, dass Navid Kermani diesen Preis doch bekam. Heute verdient ein Roland Koch diesen Preis definitiv nicht. Wilhelm Leuchter war jemand anders, war ein Widerstandskämpfer. Er ist ein Spalter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender der BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Manfred Köhler schrieb in seinem FAZ-Kommentar vom vergangenen Montag zur Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch. Ich zitiere: In einer Zeit, in der alle Gewissheiten über die Zukunft der politischen Landschaft schwinden und die Konturen der Parteien zunehmend verwischen, ist es für alle schön, wenn sich hin und wieder die alte Schlachtordnung aufstellen lässt. Zitat Ende. Wie recht er doch hatte, wenn ich mir die Debatten der vergangenen Tage anschaue. Ja, es ist einladend, ja, es ist geradezu verlockend, sich einmal mehr in diesem Landtag über die Politik von Roland Koch zu streiten. Wir GRÜNEN haben da aus langen Jahren der Auseinandersetzung mit Roland Koch einiges zu bieten. Und um es klar zu sagen, die Debatten von einst waren richtig, und sie waren nötig. Wir bleiben bei unserer Kritik an der Politik Roland Kochs, und wir haben nichts vergessen, weder die Kampagne zur doppelten Staatsbürgerschaft noch andere Wahlkämpfe. Und deshalb wird es niemand verwundern, dass uns GRÜNEN Roland Koch nicht als Preisträger eingefallen wäre. Ebenso richtig ist aber auch, dass seit Ministerpräsident Georg August Zinn die Auszeichnung mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille in der alleinigen Kompetenz des hessischen Ministerpräsidenten liegt. Und das akzeptieren wir. Und damit bin ich wieder beim Kommentar von Manfred Köhler. Ja, es ist für alle schön, wenn sich hin und wieder die alte Schlachtordnung aufstellen lässt. Die Sehnsucht nach dem alten Landtag mit seinen polarisierenden und manchmal krawalligen Debatten ist ja heute mit Händen zu greifen. Aber, meine Damen und Herren, es ist eine Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit.
Roland Koch ist seit 7 Jahren nicht mehr im Amt. Der Landtag von heute ist nicht mehr der Landtag von damals. Vor 7 Jahren galt in Hessen eine Koalition aus CDU und GRÜNEN als unvorstellbar. Seit 2014 haben wir die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland, und das überaus erfolgreich, meine Damen und Herren. Diese Koalition arbeitet auch deshalb erfolgreich für Hessen, weil wir die Vergangenheit nicht vergessen haben und dennoch die Gegenwart und Zukunft gestalten wollen. Sie ist erfolgreich, weil wir alte Gräben nicht zuschütten, aber neue Brücken bauen. Sie ist erfolgreich, weil wir nicht die alte Schlachtordnung immer und wieder aufstellen, sondern unseren Blick nach vorne gerichtet haben, meine Damen und Herren. Wir haben in den vergangenen Tagen die Wiederkehr des alten Landtags erlebt. Ich glaube, wir sollten ihn uns alle nicht zurückwünschen. Wir haben 2014 mit einer lagerübergreifenden Koalition mit Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir an der Spitze etwas Neues begonnen. Und wie richtig es war, etwas Neues zu beginnen, das hat diese Debatte gezeigt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Staatsminister Windermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Wilhelm-Leuschner-Medaille wurde 1964 anlässlich des 20. Todestages von Wilhelm Leuschner von Ministerpräsident Georg August Zinn gestiftet. Der Erlass vom 29. September 1964 regelt, dass die höchste hessische Landesauszeichnung alleine vom hessischen Ministerpräsidenten verliehen wird. Im Laufe der Jahre ist es aber zu einem guten Brauch geworden, dass der Ministerpräsident, nachdem er seine Entscheidung getroffen hat, die Fraktionsvorsitzenden der im Landtag vertretenen demokratischen Parteien über seinen Entschluss informiert. Das war in diesem Jahr am 17. Oktober. Und er wird Sie und auch die Bevölkerung über seine Entscheidung anlässlich der Preisverleihung am 1.12. durch eine Laudatio entsprechend auch informieren. Meine Damen und Herren, es gibt mehr als 220 Preisträger aus allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen, die für ihre jeweiligen Überzeugungen eingetreten sind. Alle Ministerpräsidenten, meine Damen und Herren, gleich welcher Partei, haben sich unbestritten mit ganzer Kraft für das Wohl unseres Landes Hessens, für unsere Demokratie und für stabile Freiheit eingesetzt. Neben Ministerpräsident Roland Koch waren Christian Storck 1966, Georg August Zinn 1971, Albert Oswald 1989, Holger Börner 1993 und Walter Wallmann 1996 Preisträger. Nach Georg August Zinn hat Roland Koch in 11,5 Amtsjahren als zweitlängst amtierender Ministerpräsident, übrigens dem Willen der Wählerinnen und Wähler folgend, die Geschicke unseres Landes gelenkt. Er war sicher ein streitbarer Demokrat, aber auch ein Ministerpräsident, der an dem Tag seines selbstgewählten Ausscheidens Hessen als erfolgreiches, zukunftsfähiges Bundesland übergeben hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es geht bei der Auszeichnung nicht um Einzelmaßnahmen der Politik. Es geht auch nicht um die Person. Es geht um die Leistungen eines Menschen und Preisträgers für unser Land. Und, das möchte ich auch hinzufügen, heute geht es ja um Respekt und Achtung vor der Auszeichnung und ihrer Verleihung. Ob Sie, Herr Kollege Rudolph, mit dieser Aktuellen Stunde der SPD und Ihrem Redebeitrag der Ehre und Würde Wilhelm Leuschners
und der Intention des Stifters, Ihres ehemaligen Landesvorsitzenden Georg August Zinn, gerecht geworden sind, mögen andere beurteilen. Mich jedenfalls erfüllen Teile dieser Aktuellen Stunde und das offensichtlich politisch motivierte Nachtreten mit Sorge um unsere demokratische Kultur. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Der Kollege Rudolph hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte sehr. Jawohl, Herr Präsident. Wir beantragen zu unserem Antrag namentliche Abstimmung. Jawohl, namentliche Abstimmung. Guckt mal nach der Liste hier. Kannst du ein bisschen laut? Wir zwei, ja. Du sollst laut ja oder nein sagen. Ich sprach kurz. Also, ja oder nein, ne? Wer fängt an? Du. Ja. Egal, wir fangen an, du. Ja. Fang du an, weil ich bei B komme. Okay, dann fange ich an. Ja. Meine Damen und Herren, ich rufe auf die namentliche Abstimmung zum Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille 195448. Und beginnen werden wir mit dem Namensaufruf. Bitte sehr. Ulrike Alex. Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartels, Elke Barth, Alexander Bauer, Holger Bellino, Peter Beuth. Nochmal. Okay. Dr. Frank Blechschmidt. Nein. Bocklet Markus, Michael Bottenberg, Volker Bouffier, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heidmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmlich, Kerstin Geis, Lise Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Stefan Grüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Dr. H.C. Jörg Oberhahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Norbert Kartmann, Heiko Kasseketter, Frank Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Klaus-Peter Müller,
Karin Müller-Kassel, Regine Müller-Schwalmstadt, Petra Müller-Klepper, Handan Özgüven, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Bodo Pfaff Greifelhagen, Lucia Puttrich, Lotta Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günter Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalzauske, Hermann Schaus, ich entschuldige mich für den falschen Namen, Entschuldigung, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serker, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinratz, Manuela Strube, Ismail Tippi, Tobias Utter, Joachim Frei-Hellmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann. Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, haben alle abgestimmt? Ist der Fall? Dann bitte ich auszuzählen. Ich habe 5 Enthaltungen. Und das heißt so? Ja, das ist richtig. 63,5, ja. Ergebnis. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. Mit Ja haben gestimmt. Meine Damen und Herren, bitte um Aufmerksamkeit. Mit Ja haben gestimmt 43, mit Nein haben gestimmt 60, enthalten haben sich 5 Kolleginnen und Kollegen. Damit ist der Antrag in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Ich rufe jetzt auf den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 15.5449, auch hier ist namentliche Abstimmung beantragt. Meine Damen und Herren, sind Sie doch ruhig. Der
Kollege Rudolph hat für die SPD-Fraktion namentliche Abstimmung beantragt. Das ist doch gar nicht schlimm. Braucht man doch gar nicht erregt zu sein. Ich bin es zumindest auch nicht. Dann werden wir auch jetzt hier in die namentliche Abstimmung eintreten. Ismail fängt an. Auf geht's. Ulrike Alex. Ulrike Alex. Dr. Walter Arnold. Ja. Lena Arnold. Ja. Sabine Bächle-Scholz. Ja. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, ich kann es nicht hören. Elke Barth, Moment mal. Meine Damen und Herren, sind Sie so lieb und geben Sie klar und deutlich laut kund, ja, nein oder Enthaltung. Hier oben sitzen gesetzte Herren, die etwas schwer hören und deshalb. Bitte ich Sie, das sehr laut und deutlich zum Ausdruck zu bringen. Dann kommen wir wieder weiter. Bitte sehr, Ismail. Alexander Bauer. Ja. Holger Bellino. Ja. Peter Beuth. Ja. Dr. Frank Blechschmidt. Enthaltung. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Volker Bouffier. Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angelika Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Stefan Grüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Dr. Hasse-Jürg Oberhahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Norbert Kartmann, Heiko Kassett, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Freigericht, nein, Hugo Klein Freigericht. Entschuldigung für den Klammerzusatz, aber er steht da, nur das ist kein Nachname. Herr Klein. Gut, ein bisschen zur Lockerung beigetragen. Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meissner, Klaus-Peter Müller, Karin Müller-Kassel, Regine Müller-Schwarmstadt, Petra Müller-Klepper, Handan Özgüven, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg,
Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günter Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümpel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, entschuldigt, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinratz, Manuela Strube, Ismail Tippi, Tobias Utter, Joachim Fey-Hellmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann. Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie sind alle aufgerufen worden. Das ist der Fall. Dann bitte ich auszuzählen. Ismail. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Es haben mit Ja gestimmt 58, Kolleginnen und Kollegen mit Nein 43. Enthalten haben sich 6. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag 19.5449 beschlossen.